Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quick Survival Games. Ich sag mal so, heute ohne Facecam, denn ich sehe so verschwitzt und fertig aus, weil ich heute einfach den ganzen Tag Rasenmähen war und, ja, ich war fleißig und habe Rasen gemäht und es ist einfach so dermaßen heiß draußen, das glaubt ihr gar nicht. Was ich aber auf jeden Fall sagen muss, ist, Quick Survival Games ist ein Spielmodus, den ich einfach mega schwer aufnehmen kann, weil einfach, da kommen so ein paar Elemente zusammen und zwar finde ich ich persönlich finde, dass 20 Spieler viel zu viel sind, ja. 20 Spieler auf Minimaps sind meiner Meinung nach einfach zu viel, aus dem Grund, da man einfach nicht mal schauen kann und man ist schon tot. Entweder man hat eine Glücksphase und gewinnt oder man hat eine Pechphase und verliert. Bei mir ist es halt so, dass ich meistens hier eine Pechphase habe. Da hinten wird sich gerade ein bisschen geboxt hier. Okay, ich sehe ihn gerade. Lol, ich bin zu dumm, um ihn zu schlagen. Okay, jetzt ist er aber tot. Und ich springe da auch noch runter für einen Loot, der sich eigentlich nichts gebracht hat, weil er einfach nichts dabei hatte. Okay, Leute. Da ist aber auf jeden Fall jemand. Okay, der ist auch tot. Gut, schnell ausrüsten hier. Okay, perfekt. Es leben noch 7 Spieler. Ich bin im Wasser. Und er wird mich jetzt töten von ihm. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht sterben, bitte nicht. Okay, ich habe richtig Angst gerade. Und er sieht mich aber nicht. Okay. Oh, ich habe ein Eisenschwert. Ich habe ein Eisenschwert. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich habe ein Eisenschwert. Ich habe ein Eisenschwert. Oh mein Gott. Aber ich bin gleich tot, deswegen ich muss echt ein bisschen aufpassen. Hier ist irgendwo jemand, aber ich sehe ihn einfach nicht. Er ist einfach unsichtbar. Oder ich bin zu dumm, ihn zu sehen. Okay, so, zack, zack. Das hier kommt erstmal weg. Wir haben ein bisschen TNT, das ist gut. Es leben noch 2, 4, 6 Spieler. Ich halte mich jetzt gerade mal ein bisschen zurück, Leute. Verzeiht ihr mir das? Verzeiht ihr mir das? Wenn ihr mir es verzeiht, dann seid ihr cool. Okay. Okay, es leben noch 5 Spieler. Wenn einer noch stirbt, glaube ich, beginnt das Deathmatch. Oder das beginnt doch schon bei 5 Spielern. Oh nee, bei 4. Okay. Okay, Leute. Ich habe ein Eisenschwert. Leider nicht so die geile Ausrüstung, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie das wird. Quick Survival Games ist eben halt ein Spielmodus, der megamäßig schwer meiner Meinung nach zum Aufnehmen ist. Da kommen so viele Elemente hinzu, wo ich jetzt, ich sag mal, wo man einfach sagt, ja, deshalb kann man es einfach nicht ordentlich aufnehmen. Nein, er bringt mich um und ich habe ihn noch tot. Und ich habe ihn noch tot. Das kann es ja nicht sein hier, oder? Ich habe ihn ernsthaft noch tot? Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber jetzt sterbe ich im Deathmatch, weil ich mir zu viel Schaden selbst zugefügt habe. Schade. Ich dachte, es könnte noch was werden hier. Und ich habe eine Nachricht bekommen auf Steam. Wenn ich mich nicht recht entsinne, ist das Steam, ja. Erstmal ganz kurz aufpassen hier. Hoffentlich ist es eine große Arena. Okay. Das ist eine kleine. Und es leben leider nur noch 3 Spieler. Okay, ich renne einfach jetzt mal weg. Die machen jetzt aber nicht ernsthaft Team. Okay, gut. Boah, ich dachte mir gerade ernsthaft, dass die Team machen. Ich meine jetzt ohne Spaß. Ich dachte gerade echt, die machen Team. Die schlagen sich aber auch nicht, oder? Okay, Leute. Wenn ich jetzt gleich voll bin. Okay, jetzt habe ich vielleicht doch noch eine Chance, das ganze Ding hier zu gewinnen. Denn der eine ist jetzt richtig geschwächt, denke ich. Au. Okay, außer er schießt jetzt eben besser mit dem Bogen. Oh, ich gebe ihm die Kombos und ich habe gewonnen. GG. Das war, ich muss sagen, das war doch jetzt ein geiler Angelmove, oder? Ich gerade noch so im Augenwinkel, zack. Und dann bam, 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 bam. Leute, das war doch jetzt ein echt guter Move hier, oder? Camper, Noob Camper, Hacker, okay, ja, vor allem das Geilste in diesem, deine Mutter ist nicht stolz. Ach ja, und deine Mutter, hat wohl irgendwas falsch gemacht in der Erziehung, sonst, würdest du sowas hier jetzt nicht schreiben. Denn, Leute, deswegen hasse ich, ich meine, ich mag diesen Spielmodus echt, aber deswegen
mag ich diesen Spielmodus in letzter Zeit nicht mehr so gerne, denn man wird nur noch beleidigt als Hacker, Noob, Camper, irgendwas. Leute, wenn die mal wüssten, in welcher Situation ich gewesen wäre, ich hatte ein paar Herzen. Natürlich vercampe ich mich da im Deathmatch, damit ich da wieder Leben raggen kann. Sonst wäre ich ja im Nachteil gewesen. Ich meine, das ist schon so ein Spiel, da muss man schon auch mal ein bisschen überlegen, bevor man hier irgendwas schreibt. Finde ich einfach schade, dass es solche Leute gibt, die immer dann gleich Hacker, jetzt bin ich ein Hacker, weil ich ihm zuerst eine Angel-Kombo gegeben habe und ihn dann natürlich mit einem Wert weggeholt habe. Natürlich, ich meine, ich habe ihn zuerst geangelt. Na gut, Leute, ich finde sowas schade einfach. Deswegen mache ich jetzt auch keine zweite Runde Quick Survival Games, weil ich es einfach nur dreist und schade finde von Leuten, einfach sowas zu behaupten. Deswegen spiele ich auch in letzter Zeit kein Quick Survival Games mehr, denn ich finde einfach, es sind zu viele Spieler in einer kleinen Map und dann wird der eine abgestaubt und dann kommt einer daher mit dem Holzschwert und haut dann noch drauf und ist tot und bla 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 und was weiß ich. Ja, ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine, aber was ich einfach nur sagen möchte ist, könnt ihr sehen, wie die Leute hier in Quick Survival Games abgehen, wenn sie verlieren. Hier kann man es nochmal sehen, wie sie beleidigen. Deine Mutter ist nicht stolz. Noob, Camper, Hacker. Mal gucken. Ich meine, reporten werde ich die auf jeden Fall nicht, denn die sind wahrscheinlich eh schon genug gestraft. Aber egal, Leute, ich will jetzt auch gar nicht mehr länger drauf eingehen. Es ist einfach so passiert, wie es passiert ist. Wir haben die Runde zu Recht gewonnen, denn wir haben einige Spieler getötet und ich würde einfach mal sagen, das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und wenn ihr mehr Quick Survival Games wollt, ich weiß nicht. Ach man, ich bin da immer so zwiegespalten, ob ich Quick Survival Games aufnehmen soll, weil es einfach schwer ist, aber ich sage mal so, wenn wir 25 Likes, ja, das ist jetzt hochgeschraubt, wenn wir die wirklich knacken, dann kommt wieder eine Folge Quick Survival Games, vorher nur etwas anders, aber wenn wir 25 Likes knacken, Quick Survival Games. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute, macht's gut und ciao!